Was? Lore. Tris. Es. Was? Was war mit den Zauberern? Schluss jetzt mit Politik. Oh. Seit wann? Als du. Ich mach. Jetzt. Lach. Von. Komm. Der Drache. Wolltest du? Der Mörder hatte im. Und des. Man. Er war. So, jetzt gucken wir, dass wir da rauskommen. Überspringen. Haben's geschafft. Wer war das? Was bist denn du eigentlich für eine Zauberin? Hörst du nicht? Warum hast du ihm nicht geholfen? Er lebt doch. Das Ungeheuer will ihn mit sich reißen und du glotzt wie die Kuh vorm neuen Tor. Hüte deine Zunge. Also, wo ist dieses Ungeheuer? Frag die da. Geralt. Schon klar. Wir haben uns gekannt. Na prima. Gleich und gleich gesellt sich gern. Sagen wir, ich habe schon von dir gehört. Hexer, das Ungeheuer hätte Sosek um ein Haar auf den Grund gezogen. Willst du hier herumflirten? Du störst. Sosek liebt noch. Also, das Ungeheuer. Was ist denn passiert? Ich kam nach Flotsam, um den Kairan zu töten. Den Kairan? Das Ungeheuer, das den Hafen blockiert. Wir hatten soeben das Glück, ihn in seiner ganzen Schönheit zu bewundern. Aber die Leute haben ihn verschreckt. Glück? Hörst du, Sosek? Du hattest Glück. Und wie kommt das Ungeheuer plötzlich in den Hafen? Vielleicht hat es die Hexe herbeigerufen. Um es in seiner ganzen Schönheit zu bewundern? Roll dich. Wollt ihr selbst gegen das Ungeheuer kämpfen? Auf Sosek hier weg. Möchte denn einer von euch beim Kampf gegen das Ungeheuer helfen? Was? Einer von uns? Das Biest ist riesig, wie ein Berg. Was zetert ihr dann, wenn sich jemand anders der Sache annehmen will? Tja, wir, also... Wir erledigen diesen Kairan. Sie oder ich oder wir beide zusammen. Aber wir müssen ihn irgendwie aus dem Hafen kriegen. Hier können wir nicht kämpfen, ohne die Leute zu gefährden. Ich hoffe, ihr schafft es. Ob's nun die Zauberin oder der Hexer vollbringt. Wenn ihr das Vieh erledigt... Ist euch die ganze Stadt dankbar. Das ist ja schön. Verzeihung, wenn ich störe. Ich bin Ludwig Merse, Flotsams Zuständiger für Monsterprobleme. Und ich wüsste gern, ob die Herrschaften sich vielleicht des Kairans annehmen würden. Einer scheußlichen Bestie im Fluss, die den kompletten Handel lahmlegt. Nun, Hexer, arbeiten wir zusammen? Üblicherweise arbeite ich allein. Aber ich war zuerst hier und trete diesen Auftrag nicht an dich ab. Also hopp oder top, wie die Leute hier sagen. Also gut, ich mach mit. Wegen der Belohnung. Bitte handelt sie mit den Kaufleuten bei den Docks aus. Die Herrin de Tankerville hat wohl schon erste Verhandlungen geführt. In der Tat. Dann will ich nicht weiter stören. Ja, nett. Und er hat immer sein Tintenfässchen und eine Feder dabei. Triss, wie lange soll ich denn noch warten, bis du mich vorstellst? Sheila de Tankerville, Beraterin der Königin Soleika von Kovir. Kovir liegt weit im Norden. Das stimmt. Ich hatte meine Zweifel, ob dieser Kairan eine solche Reise wert wäre. Aber nach dem heutigen Auftritt bin ich überzeugt davon. Suchst du hier Ingredienzen? Triss Merigold. Scharfsinnig wie immer. Ihr dachtet an... Trollaugen, Ghoulgift, Jungfernblut. Alles grässliche Wundermittel, die man von aussterbenden Gattungen extrahiert. Wir werfen sie zum Sabbat in den Kessel. Stimmt's, Triss? Absolut. Jungfrauen sind eine aussterbende Gattung. Immer noch einen Witz wie ein Rasiermesser. Aber Scherz beiseite. Hast du diesen Tentakel gesehen? Was hältst du davon? Das Vieh muss riesig sein. Bestimmt hat es in einem Zufluss des Ponta gehaust. Jetzt ist es ausgewachsen und braucht neue Jagdgründe. Da freut es sich über ganze Barken voll fetter Kaufleute. Cedric sagt, der Kairan sei vor etwa einem Monat aus den nördlichen Sümpfen gekommen. Cedric? Ein Elf. Und ehemaliger Skoyatel. Seltsamer Kauz, aber er weiß allerhand über die Gegend und das, was darin so lebt. Ich muss mich umschauen und ein paar Dinge in Erfahrung bringen.
Hexernachforschungen? Geheime Rituale? Mehr oder weniger. Ich rede mit den Kaufleuten über die Belohnung, besuche Cedric und melde mich dann. Du findest mich im Wirtshaus. Dort habe ich im ersten Stockquartier bezogen. Dort ist ein Bordell. Danke für die Warnung. Kairan, erkunde, was am Kai passiert ist. Meine Mutter sagte immer, mach eine Lehre, Maurer oder Sprech so. Mit Cedric. Dann wird aus dir was Anständiges. Drück erstmal die Speichertaste, hätte sein müssen. Hat jemand was gesagt oder war das ein Furz? Wohin so eilig, Freundchen? Hör die Becken. Die Kecken. Nichts drin hier? So, mal eine Kiste hier hinten. Oh. Sprich mit den Kaufleuten am Ufer. Da müssen wir gleich hin. Eine Lady. Hinunterklettern? Nein. Achso, hinauf. Gut. Hier kann man gucken. Und man sieht nichts. La 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 la. Hinunterklettern. Ist irgendwie dunkel. Was hältst du von Loredos Vorschlag? Ich bin da. Oh, ob ich mit denen hier rennen kann? Sei gegrüßt. Stinklangweilig. Und was jetzt? Haben sie aber allen. Allen Namen gegeben, ne? Ist das nicht geil? Ist das schön. Im zweiten Teil haben sie sich richtig Mühe gegeben gehabt damals. Wer bist du denn? Bauchreden? Ja. Hallo. Sei gegrüßt. Sei gegruselt. Guten Tag. Oh, das ist Mädel, ne? Psst, Weißkopf. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe einen Nachschlag für dich. Sei gegrüßt, Weißkopf. Ich suche nach einer bestimmten Rezeptur und du könntest mir dabei helfen. Ich bin kein Kräuterkundler. Ich weiß, wer du bist. Ich sag's direkt. Du bekommst ein stattliches Säckel Orins dafür. Klingt nicht schlecht. Was müsste ich denn tun? Ein Ladenbesitzer hat die Rezeptur, die ich will. Warum gehst du da nicht einfach zu ihm? Er handelt mit Räucherwerk. Eins davon ist sehr begehrt. Ich glaube aber, dass es sehr schädlich ist und brauche die Rezeptur, um das zu beweisen. Das ist dem Lumpen klar. Entsprechend bewacht er sie. Du als Hexer kennst ja einige Kniffe. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Okay, Geruch von Weihrauch. Beschaffe das Rezept für die giftigen Räucherstäbchen. Jetzt einen Kuchen. So, hier sind die Händler. Wozu dieser auf den Pferdemarkt? Sei gegrüßt. Sei gegruselt. Was willst du? Offenbar habt ihr ein Problem. Eins? Die Wege sind unpassierbar, die Wälder voller Banditen, den Hafen blockiert ein Wassermonster und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird's allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Gibt uns eine Anzahlung. Verdoppel die Summe, dann bin ich dabei. Lass von dir hören, wenn du dich in Flotzim langweilst. Tja, wenn die Zauberin es nicht schafft, sitzt ihr mit euren Waren hier bis zum Winterfest. Die Verluste kommen euch teurer zu stehen als meine Hilfe. Viel Spaß. Warte doch mal. Sei doch nicht gleich beleidigt. Gut, Zeit ist Geld. Wenn deine Hilfe die Sache beschleunigt, dann bitte. Wir legen noch eine Handvoll Orens drauf. Mehr haben wir nicht. In Ordnung. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus?
Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Wo finde ich den? Im Dorf, nicht weit von der Mauer. Und jetzt lass mich in Frieden. Ayran, eine Frage des Preises. Julan, bist du denn? Mit Missgeburten rede ich nicht. Warte. Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Ja, die haben alle einen Schatten hier. So, hier oben ist noch ein Händler, dann gehen wir natürlich mal hin. Vorsichtig mit den Schwertern. Ich möchte etwas kaufen. Habe ich eigentlich, ja, hier hatte ich wenigstens alles vertickt. Katze haben wir noch, Feuersbrunst. Will keiner haben, oder? Neckar am Nebel. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Sachen machen kann. Ich müsste doch irgendwie diese Teile bauen können, oder? Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Rühr wenigstens um. Man merkt gleich, dass du keine Ahnung hast. Ich hammer lieber mal öfters die Speichertaste. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es besser ist. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Oh, ein Zwergenschmied. Meister, seht doch, wer uns beehrt. Er hört mich nicht, der Titan der Schmiedekunst. Besessen von der Arbeit. Wie geht's denn, Hexer? Nette Werkstatt. Ach, sie ist ganz gewöhnlich. Aber danke für das Kompliment. In des Meisters Namen und dem meinen. Was kann ich für dich tun? Oh, kannst dich teleportieren. Stelle einen Gegenstand für mich her. Ich möchte etwas kaufen. Lass uns würfeln. Ich möchte etwas kaufen. Gucken wir mal, was er hat. Würde gerne mal... Achso, er hat nur Schwerter und... Rutschschwert, Langschwert, versilbertes Schwert. Oh. Aufwertung für Solin. Okay. Oh, Schema, gezackte Klinge. Hat auch Schemas hier. Silbertes Schwert. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht zu gucken, ob man nicht da so ein Schema vorher noch nehmen kann oder so. Gut. Quatsch den nochmal. Was kann ich für dich tun? Gegenstände? Kannst du mir was herstellen? Was ist ein Reißzahn? Oh. Schwere Lederjacke. Ach, das ist aber die, die ich habe, oder? Exzellente Lederhosen. Aber was habe ich denn? Ach ja. Muss ich mich auch noch mit auseinandersetzen. Der Hexer. Einverstanden wäre? Geht auseinander. Was gibt es Neues, meine Liebe? Was macht er? Ich hab ne Idee. Guck's aus. Was ist ein Hexer? Pilze? Hey. Kartoffeln? Wieso denn Kartoffeln? Ist doch auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wieso? Los, gleich hast du ihn. Na, noch ein bisschen. Du musst den Griff ändern. Na, wo gehen wir hier rein? Menschen sind im Armdrücken so gut wie ich im Trollficken. Aha. Kleptoman Gandalf. Gandalf, Geralt. La, la, la. Na? Fällt das überhaupt auf, wenn ich hier alle beklaue? Ich glaube nicht, oder? Na, Süße. Geht's dir gut? Kann ich nicht mit dir reden? Cool. Hier ist keiner. Hexer, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist,
tötest du ihn. Oder sie.